Hallo liebe deutsche Vogelzüchter, ich habe für euch eine sehr gute Nachricht. Warum hat seit 2005 keiner von den Verbänden wie AZ, VZE, von Arndt Verlag etc. mal in die Bundesartenschutzverordnung geschaut? Dort gibt es eine Liste im Paragraph 7, der Anlage 5, Paragraph 7, Absatz 2, der Anzeigenpflicht. Welche Vögel müssen gemeldet werden, welche nicht? Dort gab es einen gravierenden Fehler. Und zwar führte das dazu, dass der Springsittich in den heimischen Volieren, bei uns in Deutschland, meldepflichtig geworden ist. Ich habe daraufhin das Bundesartenschutzzentrum kontaktiert und auf den Fehler hingewiesen. Denn da ging es um den Forbes-Springsittich, Cyanorhamphus forbesi. Der wiederum existiert auf einer sehr kleinen Insel und ist vom Aussterben bedroht. Also der kann bestimmt nicht hier in Deutschland gehalten werden und wird somit aber in der Liste von der Meldepflicht befreit. Der normale Springsittich, der Cyanorhamphus auriceps, muss dagegen in Deutschland gemeldet werden. Ich habe eine sehr gute Nachricht, und zwar dieser Fehler wurde nun dank mir berichtigt. Und da frage ich mich, was haben die Verbände die letzten Jahre gemacht? Denn das führte dazu, dass der Bestand der schönen Springsittiche in Deutschland massiv nach unten ging. Und zwar haben Sie, vielen Dank für den Hinweis, Herr Dahlheim, die Kolleginnen und Kollegen des Bundesamt für Naturschutz haben bestätigt, dass sie völlig recht haben. Bla 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 bla. Ja? Das heißt, es wird verbessert und in der nächsten Novelle des Bundesartenschutzgesetzes berücksichtigt. Somit wird der Springsittich nicht mehr meldepflichtig. Und das finde ich einfach genial. Das ist das, was uns weiterbringt. Und ich werde mehrere solcher Projekte jetzt anführen im Thema Artenschutz, Meldepflicht etc. Es muss sich was verändern in unserem Hobby. Es muss moderner werden. Es muss jemand mal nach vorne treten und nicht mit dem Kaffee oder mit einem Fläschchen Bier am Tisch sitzen und sich mit unzähligen Listenschreibern unterhalten, sondern hier müssen wir was tun, sonst ist unser Hobby, die Vogelzucht, in der Zukunft in Gefahr, denn es kommen immer mehr Tierschützer und Weltverbesserer, die unser Hobby, egal wie gut wir es ausführen, dennoch auf jegliche Art kritisieren. Und Vögel ist meine Passion, ist eure Passion, und dafür sollten wir auch zusammenstehen, wir Züchter und Halter.